Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Das Sky ist am Start, genauso wie ihr im Untertitel schon lesen könnt. Ein kleines Unboxing wieder mit Yu-Gi-Oh! Weil das Paket ist angekommen und von einem wunderschönen Lieferanten Super Elf Cards hast du gesehen. Und nach dem Intro zeige ich euch, was drin ist. Ihr wisst es eigentlich schon, weil es in dem Titel steht. Naja, bis gleich. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, da bin ich wieder und hier ist das gute Stück. Es ist ein bisschen zerfleddert aus dem einfachen Grund. Zum einen habe ich das erst in die falsche Adresse liefern lassen. Sprich, es ist nach meiner Korbacher Adresse gesendet worden, was natürlich vollkommen falsch ist. Dann eben gerade ist es dann angekommen und man hat es einfach so in den Briefkasten geschossen. Deswegen hat er jetzt wahrscheinlich diese Dellen hier. Aber egal. Das Pack ist vor einiger Zeit ist frisch rausgekommen, also ist noch gar nicht so alt. Saga of the Blue Eyes White Dragon. Auf der Rückseite sieht man, was alles drauf sein soll und drin sein soll. Und dann machen wir das direkt. Das ist natürlich hier mit der neuen Verpackung, die geklebt ist. Ich hasse diese Verpackungsvariante, weil du es nämlich nicht schön aufmachen kannst. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Süchtig. Das Problem ist halt nur, dass hier halt kaum etwas ist bei mir in der Nähe, womit man, wo man Yu-Gi-Oh! Spielen könnte. Da müsste ich jedes Mal nach Kassel fahren. Ist auch immer nur für ein paar Minütchen, sag ich jetzt einfach mal. Weil die auch nicht so lange aufhaben. Das ist natürlich, ihr kennt das natürlich, die coole Gruppe Comic-Galerie. Aber da muss ich mich auf jeden Fall nochmal blicken lassen. So, das Nebensächlichste erstmal weg. Hier haben wir... Autschen. Ah, ihr müsst wissen, ich sitze da auf dem Boden. Hier haben wir ja so ein kleines Informationsblättchen, wie man das Deck spielen kann, wie man das rufen kann. Wir sehen auch hier schon die beiden neuesten Monster. Das hier mit dem hier. Das ist natürlich das mit die neueste Variante, die es hier so gibt. Das wäre das hier. Dann haben wir hier noch ein neuestes Regelheft. Das werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Weil es ist schon die 8.0 Version. Und ich bin immer noch bei der ersten Version von den Regeln. Daher werde ich mir das durchlesen. Später. Und dann kommen wir zu der geilen, finde ich, Platte. Ich werde das wahrscheinlich dann mal auf ein Pappe oder sowas mal drauf kleben, weil das nämlich super nice mäßig aussieht. Können wir es vielleicht mal hier gerade ein bisschen hochschieben, das mal hier drunter legen. Ist halt nur ja Papier, sag ich jetzt einfach mal, auch Pappe, aber ziemlich dünne Pappe und daher leider ziemlich leicht kaputt zu machen. Was sehr schade ist, finde ich, weil das wirklich geil aussieht. So, Saga of the Blue Eyes White Dragon. Ich bin ja ein totaler weißer Drachenfan. Ich hatte früher 13 weiße Drachen gehabt. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ne, Chico, da existiert es noch nicht. So, und das ist jetzt das Pack hier. Hier in der Mitte gibt es eigentlich immer einen Streifen, womit man es abziehen kann. Man muss nur herausfinden, wo es anfängt und auf welcher Seite es anfängt. Aber man will ja auch nichts kaputt machen, ne? Ist klar. Ich glaube, hier fängt es an. Ja, hier fängt's an.
So. Super, das hat's voll gebracht jetzt. So, ich werde mir wahrscheinlich auch das neue Kaiba-Deck holen, einfach nur, weil es den dann hier in Ultimate gibt. Was mega sweet aussieht. Und diese Variante habe ich aber leider schon hier mit dem Hintergrund. Gut, ich hoffe, man erkennt's. Mein Kater beobachtet gerade eine Rabe, ja. Ja. Den blauigen weißen Drachen in Ultra Rare. Ganz klar. Und hier haben wir den neuen himmelblauiger silberner Drache. Auch in Ultimate. Ultra. Und in Super Rare Might mit den blauen Augen. Die ist dafür da, damit die beiden zu dem hier werden. Ist ganz klar. Klare Angelegenheit. Dann haben wir noch in Super Rare Drachenschrein. Kanindrache, ein super geiles Monster mit 2950 ATK und 2900 Angriffspunkten, auf jeden Fall hammercool. Alexandrie-Drache, 4 Sterne, 2000 Angriff, nicht zu schlagen, meiner Meinung nach, von den Werten her, und kein blöder Nebeneffekt dabei. Schimmerdrache, stellt ihr nur 100 Punkte nach. Flammwell-Wache, ein Empfängermonster mit 1 Stern und 2000 Verteidigungspunkte, mein lieber Scholli. Reiter der Sturmwinde, Finstersturmdrache, Kaisergleiter, der soll ziemlich gut sein, ich kenne ihn leider nicht so ganz, priesterlicher Drache von Tefnuit, den habe ich dreimal schon, viermal, fünfmal, keine Ahnung, Trugbilddrache, hammer cooles Monster, ohne Witz, himmlischer Drache Apokalyp, der weiße Stein der Legende, Kaibermann! Vor allem mit dem hässlichen Grinsen, das passt gar nicht zu Kaiber. Ja, wenn ihr genauer sehen könnt hier, stell dich scharf. Da mit dem hässlichen Grinsen da, total dumm. Herold der Schöpfung, oh, neue Karten, die sind immer so rutschig, aber geil. Herold der Schöpfung. Seepferdkaiser. Aufrichtig, habe ich auch schon mehrere Male. Glänzender Elf, gleich zweimal. Das waren die Monster. Jetzt kommen wir zu den Zauberkarten. Ruf der Silbernen, des Silbernen. Drachenodem der Zerstörung. Stampfende Zerstörung, gebannt. Deswegen, ich muss mein Deck auch nochmal so ändern, dass es auch keine gebannten Karten mehr drin sind. Flügelschlag des Drachengiganten. Entzahlungnahme. Karten des Einklang. Geschenk des weißen Elefanten. Einer vereinen. Wiedergeburt auch gebannt, die muss auch raus. Das sind nämlich 42 Karten anstatt nur 40, weil da zwei gebannte Karten halt mit drinnen sind, wie man sieht. Und dadurch sind es halt nur, ja. Dadurch wieder auch nur 40, deswegen stimmt's wieder. Drachentaktik, Seelentausch, verräterische Schwerter und zuletzt Feinkontrolle. Jetzt haben wir die Feinkarten. Achso, warte mal, die können ja mal hier. Die mal gerade auslegen. Das sind die Karten. Die Feinkarten. Burg der Drachenseelen. Teuflische Kette. Kunai mit Kette. Schadenskondensator. Ruf der Gejagten. Zwangsevakuierungsgerät. Und Wachsamkeit des Champions. Auf jeden Fall ein ziemlich, so schon extrem starkes Deck. Ich glaube, mit das stärkste Structure-Deck, was du so auf einen Schlag bekommen kannst. Ist aber noch nicht fertig. Ich will nämlich extrem auf diesen weißen Drachen halt losgehen. Sprich, da kommen noch zwei weiße Drachen und noch ein paar andere Sachen dazu. Es soll sozusagen sich, dieses Deck soll sich komplett um den hier halt kümmern. Und das Deck werde ich zusammenstellen. Und das werde ich dann vorstellen auch euch. Das kommt dann noch mit hier dazu geschnitten. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schrottet das dann auch noch in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder. Tschüss! So, und damit wieder zurück. Nach knapp Stunde Überlegung und hast nicht gesehen, Rumexperimentierung, habe ich jetzt mein Hauptdeck und mein Nebendeck zusammengebaut. Der wird halt noch ein bisschen ausgebaut hier. Das ist jetzt erstmal nur so nebensächlich. Das ist ja halt das Side-Deck. Normalerweise handle ich das immer so. 50 Karten im Hauptdeck.
Davon sind 30 Monster, 30 Karten Monster, 10 Zauber und 10 Fallen. Manchmal klappt das aber nicht so ganz, so wie in diesem Fall. Jetzt habe ich hier 28 Monster, 12 Zauber und 10 Fallenkarten. Und es ist halt jetzt noch Ausbaubasis, aber ey, ich wusste nicht, was. Also ich habe kaum Karten gehabt, die ich rausgeschmissen habe, weil es einfach zu extrem viele krasse drin sind. Also rausgeschmissen wurde Verräterische Schwerter, Feindkontrolle, Seelentausch, Einer für einen, Wiedergeburt ist halt verboten, Stampfende Zerstörung, und die wollte ich eigentlich noch mit dazu machen. Das sind jetzt die Karten, die jetzt rausgeflogen sind, und das sind nur Zauberkarten. Ich bin kein Freund von Seelentausch, Einer für einen war jetzt nicht so prickelnd in Art und Weise, Feindkontrolle überhaupt nicht. Und die hat jetzt einfach, die ist zwar gut, aber jetzt nicht wichtig in dem Fall gewesen. In dem Falle jetzt nicht wirklich. Kommen wir doch mal direkt zum Side-Deck. Da ist man ja schon bewusst, da ist der himmlische silberne Drache. Also himmelblauer silberne Drache. Sieht richtig nice aus, Wyxeray. Sieht richtig nice aus. Und natürlich blauäugiger ultimativer Drache. Was auch sonst. Das ist das Nebensächliche. Ist das Hauptdeck. Also bei diesem Paladin of the White Dragon weiß ich noch nicht so ganz. Er hat halt einen mega geilen Effekt. Zum einen, er kann halt den weißen Drachen rufen und er zerstört jedes verdeckte Verteidigungsposition Monster automatisch, ohne dass er einen Effekt aktiviert. Das finde ich schon ziemlich nice. Dann halt der niederträchtige blauäugige weiße Drache. Da ist auch noch so ein Überlegen, ob ich den drinnen lasse, weil der sofort zerstört ist, wenn keine Spielfeldzauberkarte auf dem Spielfeld liegt. The Blue Eyes Shining Dragon, natürlich. Wie soll es auch anders sein, weil das ein mega mäßig krasses Monster ist. The Blue Eyes White Dragon, die coolste Variante, wie ich finde. Der sieht hammer nice aus, den habe ich mir extra bestellt. Der blauäugige weiße Drache, der drinne war. Und mein blauäugiger weißer Drache. Ja, ich weiß, das ist schon ein bisschen demoliert in der Art und Weise. Might mit den blauen Augen, ist klar. Reingetan habe ich noch den Axtdrachenaut, den genverzerrten Kriegswolf, einfach nur weil er auch 2000 ATK hat, 4 Sterne. Dann der weiße Nachtdrache, auch wegen seinem harten Angriff und wegen seinem krassen Effekt, den er hat. Wattschwanzdrache, Kanindrache, Alexandritdrache, Schimmerdrache, Flammwellwache, Retter der Sturmwinde, finsterer Drache, Kaiserdrache, priesterlicher Drache von Tefnuit, Trugbilddrache, himmlischer Drache, und dieser Trugbilddrache funktioniert eigentlich in jedem Deck, weil er einfach hammergeil ist. Also Effekt ist einfach nur, dein Gegner kann während der Battlephase keine Feinkarten aktivieren, also das muss man auf jeden Fall mal im Deck haben. Es ist sozusagen Jinzo in günstiger, weil du den einfach rufen kannst und er halt trotzdem noch Feinkarten aktivieren kann, aber nicht während der Battlephase. Das ist echt geil. Himmlischer Drache Apokalypse, der weiße Stein der Legende, Kaibermann, Herold der Schöpfung, Seepferdkaiser, Aufrichtig, zweimal der glänzende Elf. Dann die Zauberkarten sind auch ein paar neue dazugekommen, ganz klar. Sternzeichengürtel, einfach nur weil keine Effekte von Lichtmonstern blockiert werden können. Stell dich scharf. Jetzt stell dich scharf, schön. Dann halt die Ritualkarte, ist klar. Spiegel des Drachen. Polymerisation. Drachenschreien. Ruf des Silbernen. Man könnte meinen, dass das mit dem Monster hier zu tun hat, aber hat es halt im Endeffekt gar nicht. Drachenodem der Zerstörung. Flügelschlag des Drachengiganten. Inzahlungnahme. Karten des Einklang. Geschenk des weißen Elefanten. Drachentaktik und die Feinkarten, Drachenzorn habe ich mit reingemacht und Perle des Drachen natürlich. Drachenzorn halt, alle Monster, die in Verteidigungsposition sind, kriegen die Differenz zwischen meinen ATK und seiner Defense, des gegnerischen Defense, das ist halt der Effekt davon. Und Perle des Drachen wirft eine Karte ab von der Hand ab, um den Effekt einer Feinkarte, die ein offenes Monster von Drache als Ziel bestimmt, zu annullieren, die Feinkarte zu zerstören. Burg der Drachenseelen. Teuflische Kette, Kunai mit Kette, Schadenskondensator, Ruf der Gejagten, Zwangsevakuierungsgerät,
Wachsamkeit des Champions und magische Zylinder habe ich noch mit reingepackt. Einfach nur, weil es eine bombische Fallenkarte ist. Ja, das ist mein Deck. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr meint, da könnte man irgendwas anders machen. Ich sollte die Karte rauswerfen, davon die andere reinsetzen. Ich habe auch geguckt, ob ich aus meinem Lichtdeck, weil ich habe ja noch Bildnis des Lichts, das kann ich opfern, um einen 8-Sterne-Monster oder 10-Sterne- oder 7- bis 10-Sterne-Monster einfach so rufen zu können. Ist eigentlich im Endeffekt genau die gleiche wie Seepferdkaiser, aber das habe ich dann meinem Lichtdeck gelassen. Dann habe ich auch mein Drachendeck noch durchgestöbert, aber hätte ich da jetzt irgendwas rausgenommen, hätte mein, egal welche Karte ich da rausgenommen hätte, hätte mein Drachendeck halt komplett vernichtet. War jetzt nicht so prickelnd, diese Idee. Ja, und zwei Hauptkarten kann man einfach sagen dazu. das ist jetzt mein weißes Drachendeck. Ziemlich stark, auch so schon alleine, wie gesagt. Also ich habe mir die ganzen Effekte mal auch durchgelesen. Ey, das ist mega mächtig, was da alles zusammengekommen ist. Es war auch schwer, die Zauberkarten alle rauszuschmeißen. Ich wollte auch gucken, ob ich dann hier ein paar Monster rauswerfe, weil ich dann zu viele Monster habe, die man opfern muss. Aber da hat auch nichts gepasst. Hätte ich eins weggemacht, hätte ich auch das Deck zerstört hier. Und das war einfach zu schade. Ja, das ist dabei rumgekommen. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Das ist, man kann sagen, vielleicht so ein kleines Vorab, so ein Aufwärms 50 Abonnenten Special, kann man dazu sagen. Das 50 Abonnenten Special steht aber aus. Ich habe Erlaubnis bekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Termin machen und warten, bis mein Mikrofon angekommen ist. Und dann kann ich das 50 Abonnenten Special starten. Vielen Dank dafür nochmal. Ich bin immer noch vollkommen baff. Ich habe so jetzt noch 51 bekommen. Ja, ich freue mich tierisch. Aber wenn ihr mich abonniert, wäre es voll nett. Entweder schreibt ihr mir persönliche Nachricht oder ihr verdeckt das nicht, weil ich möchte euch auch gerne persönlich dafür danken. Es ist das Mindeste, was man machen kann dafür. Ich schreibe jeden an, wenn ich sehe, okay, der hat mich abonniert, den schreibe ich sofort an und bedanke mich. Und das ist das Mindeste. Solange ich dafür die Zeit habe und sowas, mache ich das auch, das ist ganz klar. Ansonsten schrottet wie immer alles in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.